Hallihallo, Hallöchen, wir machen wieder Mod-Vorstellung und zwar haben wir heute ein Lada Niva, wo glaube ich der Auspuff kaputt ist. Der hört sich ein bisschen sehr fett an. Als Pickup habe ich so auch noch nicht gesehen, 4x4, aber Lada Niva, das kennen wir, der hat eine Winde dran und ja, ein bisschen Licht, eine Hupe. Und innen drin liegen noch ein paar Kassetten rum. Hinten haben wir einen Raketenwerfer hinter dem Sitz zu liegen wahrscheinlich. So, wir wollen das ganze Ding mal angucken und testen. Den habe ich nicht so dreckig gemacht. Den gibt es einfach bloß so zu kaufen beim Händler. Und ja, ich dachte, das wäre eigentlich das Richtige hier für meine DDR-Karte. So ein richtiger Geländewagen. So, wir fahren jetzt mal verbotenerweise übers Feld. Also kann man machen. Oh. Da fahren wir durchs Feld. Das kann man eigentlich, macht man sonst nicht. So, abgeerntet, aber hier haben wir sogar noch so ein bisschen gepflügt. So, funktioniert ganz gut. Sonst können wir da nicht so viel verstellen oder so. Aufklappen können wir natürlich schon. Können wir da was aufladen? Es gibt Spanngurte. So, das Ganze könnt ihr wieder in der Videobeschreibung finden, den Link. Wenn es euch gefällt, noch ein Däumchen da lassen. So, wir schauen uns das Ganze noch beim Händler an. Und zwar finden wir das natürlich unterm Auto. Lada Niva, kostet 1500. Ja gut, so wie der aussieht. Das Einzige, was wir verändern können, ist eigentlich das Nummernschild. Sonst können wir da nicht viel machen. Ja. Sonst hat er Anhängerkupplung, die Winde ist bloß Show. Blinker gehen sogar, noch verwunderlich. So, gucken, Rückfahrscheinwerfer geht auch. Sonst hat er da noch ordentliche Beleuchtung dran hier, fett. Okay, der Sound ist ein bisschen extrem für das. Was da bloß ist, wir wollen mal gucken, ob er durchs Wasser fallen kann. Oh, ich glaube, da ist Ende mit Gelände. Jetzt habe ich da aber. Hallo? Wir sagen, wenn der nicht rauskommt, kommt keiner mehr raus da. So, also nettes, cooles Auto, vielleicht für die DDR-Karte, was ihr spielt. So, als Pickup habe ich den in Original noch nie gesehen, aber hier macht das durchaus noch Sinn. Man kann sogar oben was draufladen auf dem Dach und wow. Und er landet wieder, er geht auch nicht kaputt, es ist auch nichts zum Kaputtgehen dran. Ein bisschen Rost hat er, das ist normal, den gibt es schon so ab Werk. Also, ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis denn dann, ciao, ciao.